Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Mit diesem Wort aus dem Jesaja-Buch begrüße ich euch recht herzlich am 12. Sonntag in der Trinitatiszeit zur Online-Andacht mit der Kirche ums Dorf. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bete. Gott, du himmlischer Vater, du siehst unsere Herzen. Du siehst unseren kleinen Glauben, du weißt, wie stark uns Zweifel umtreiben. Doch du siehst uns mit den Augen deines Sohnes Jesus Christus voller Güte. Lass uns das Wort des Lebens hören, das Heil und Segen zusagt. Gib, dass wir diesem Wort Vertrauen schenken. Lass uns Jesus Christus begegnen und seine Liebe in uns aufnehmen. Segne uns dazu in diesem Gottesdienst. Amen. Gemeinde, die Sommerferien in Rheinland-Pfalz sind da. Endlich! So viele Kinder haben auf diesen Tag gewartet und viele Schülerinnen und Schüler hatten im Vorfeld viel Stress, da Noten gemacht wurden. Die Großen haben vielleicht auch einen Abschluss gemacht mit vielen Prüfungen. Endlich haben sie es geschafft. Und auch die Lehrerschaft kann aufatmen. Einige nehmen Abschied von der alten Schule und gehen auf eine neue Schule, auf eine weiterführende Schule oder beginnen eine Ausbildung oder ein Studium. Die Ferienzeit ist ja Sommerzeit und damit auch Reisezeit. Endlich ausspannen. Ob Sie in den nächsten Wochen verreisen oder ob Sie zu Hause bleiben. Es gilt wohl, in den Sommerferien wird der Alltagstrott unterbrochen. Alles geht ein bisschen langsamer, auch weil es so heiß ist. Viele Vereine, Gruppen und Kreise, auch in der Kirchengemeinde, machen eine wohlverdiente Pause. Auch die Politik. Und vor allem machen unsere Gedanken eine Sommerpause. Unsere Gespräche kreisen jetzt meist darum, wer wo sein wird im Urlaub oder wer wann wo wieder zurückkommt.
Was wir uns vor allem wünschen in den Ferien und im Urlaub, in der Sommerzeit, ist Entspannung und Ruhe. Dass ich zur Ruhe kommen kann, das bedeutet auch, dass ich ganz bei mir sein kann. Ich glaube, dieser Wunsch steckt in so mancher Urlaubsplanung. Die Seele baumeln lassen zu können und vielleicht das tun, wofür man sonst keine Zeit hat. Vielleicht auch mal bei jemand vorbeischauen, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Die Sehnsucht nach Entspannung, nach Wohlfühlen, nach Einssein mit sich selbst ist wahrscheinlich sehr alt und groß. Wir wünschen uns dies. Die Mystik des Mittelalters kannte dafür ein Wort: ohne Warum sein. Einfach so sein, ohne Warum. Das kann verschieden aussehen. Für den einen ist es der Anblick von weiter unberührter Natur. Für die andere vielleicht die Stille in einer alten Kirche. Das Zusammensein mit einer geliebten Person. Unbeschwerte Momente mit den Kindern. Vielleicht auch die Rückkehr an einen Ort, an dem man schon lange nicht mehr gewesen ist. Oder vielleicht einfach in der Sonne sitzen und ein Eis essen. Ohne Warum sein. Genau das wünsche ich Ihnen, dass Sie in den Sommerferien oder in der Sommerzeit ohne Warum sind. Und dass Sie darin auch einen Gottesmoment entdecken. Denn das hat die Mystik natürlich auch gemeint, dass man mit Gott ohne Warum ist. Dass man Gott auch nicht hinterfragt. Wenn ich den Predigttext höre, wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören, die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Um die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Fragen Sie auch nicht, wie das war, warum oder ob das sein kann. Freuen Sie sich einfach an dieser wunderbaren Verheißung, die uns allen gilt. Herzliche Einladung, in diesem Sommer das ohne Warum sein zu entdecken. Amen. Uns Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, mit deinem Wort kannst du Ohren öffnen und Lippen wieder reden lassen. Darum bitten wir dich, lass dies immer wieder geschehen. Gib denen, die Macht haben, den Mut, nicht nur die Lauten zu hören, sondern auch die Schwachen. Gib ihnen die Weisheit, das Schlechte vom Guten trennen zu können und daraus dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gib ihnen die Stärke, die sie auch ihre Sprache wiederfinden lässt, sodass sie die Stimme erheben gegen all jene, in deren Worte nur Ablehnung und Missgunst stecken. Lass die Mächtigen wiederentdecken, welche Möglichkeiten sie haben, für Menschen da zu sein, für unsere Welt da zu sein, und stärke sie darin, diese Möglichkeiten auch umzusetzen. Herr, du bist uns nahe durch deinen Heiligen Geist.
sei du bei uns, denn jedes Schweigen fängt im Kleinen an und jede Taubheit für die Menschen zieht in unserer Nähe ihre ersten Kreise. Sei du deshalb auch bei uns, bei jeder und jedem Einzelnen und höre unsere Fragen und unsere Sorgen, so wie du diese bei den Stummen hörst und erspürst. Und gib uns durch deine sanfte Berührung die Kraft, dort den Mund aufzumachen, wo es was zu sagen gibt und wo unsere Ohren offen sein müssen, wo sie gebraucht werden. Hilf uns, dass wir so zu deinen Botinnen und Boten in unseren Straßen und unseren Dörfern werden, sodass du in unserer Mitte wirken kannst. Du gütiger Gott, wir bitten und beten auch für all jene, deren Stimmen stumm und deren Ohren taub bleiben. Du alleine weißt, wie dies für Menschen aussehen kann und wie schwer es werden kann, in solchen Situationen zu leben. Sei du bei diesen Menschen, in ihren Nöten und Sorgen und lass sie spüren, dass sie nicht alleine sind, sondern dass du auch im Schweigen immer bei ihnen bist und deine Ohren für ihre Sorgen immer offen sein werden. Auch darum bitten wir dich. Und all das, was unausgesprochen geblieben ist und was wir noch in unseren Herzen tragen, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin in diesen Tag und in diese Woche mit dem Segen und dem Geleit unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.